Okay, mein lieber Ganesha. Wenn du traurig bist, wie fühlst du dich dann? Dann trink ich einen Korn. Ich bin traurig. Wie fühlst du dich dann? Ich bin traurig. Nein, ein anderes Wort für traurig, weil dann hätte ich ja jetzt einen Punkt dazu bekommen, du Vollidiot. La la la. Sag jetzt, wie fühlst du dich da? Niedergeschlagen. Beinfreiheit für dich, la la la. Was? Wenn du Hunger hast und du etwas isst, was machst du da? Essen. Du, was machst du vor dem Kauen? Reinschieben. Ist das dein Ernst? Komm, Junge, los, mach schon. Billy. Was macht ein Bär? Was macht ein Tiger? Brüllen. Wie kann er dir wehtun? Blumenkohltopf. es fehlt noch. Blumenkohlkochtopf. Nochmal. Blumenkohltopf. Amena. Und dazwischen fehlt ein Artikel. Blumenkohl. Des Topfes? Keine Ahnung. Du sagst. David. David Amener. Der David. Was? E ist der Anfangsbuchstabe Amener. Ich pack's nicht, dass das so einfach, Alter. Du sagtest Blumenkohl Amener. Kohl. Nein. Blumenkohl. Ja, du hast es schon richtig gesagt, der Artikel. Sag nochmal. Blumenkohl, eines. Nein. Hier ist die richtige Aber Yay! Gib! Ah! Inkompetent. Ich begrüße euch alle zu einer weiteren Runde Multiplayer Sprachoffensive. Mit dabei sind heute einmal der Markus als Gast. Hallo Markus. Oh, hallo, guten Tag. Freue mich. Dann schon einmal der Ben und einmal der unnötige TGW. Hallo. Sehe ich genauso. Ja. Sehe ich anders. Sonst interessiert keiner, wie du das siehst. Doch, mich interessiert das vollkommen, hallo? Ich bin leider mit dem unnötigen Team heute. Halt, stopp, aber ich fühle mich gemobbt. Oh, ich habe mich da verschrieben bei einem Wort. So. Ups. Ups, hoppala. Ich bin aber heute wieder etwas desorientiert unterwegs. Gut, das war aber ein Malheur. Hä, bist du das jemals nicht? Ja. Nee. Egal. Nämlich, wenn ich ein Navi dabei habe. Dann weiß ich, wie hin ist. Der ist aber Junge, heute lustig. Alter, so, los geht's. Wer fängt denn überhaupt an? Wir fangen ficken an. Wer nicht weiß, worum es in Sprachoffensive ficken geht, der soll bitte nochmal in die erste Folge reingucken, weil ficken die erklärt. Halt's Maul jetzt! Weil die Erklärung ist leider ein bisschen lang, um die vor jedem Video nochmal neu zu geben. Also schaut da rein in den Anfang. Und jetzt. Spaß. Ich würde sagen, ihr fangt Durst wieder an. Wurst. Wurst. Das heißt, ich schick Ganesha, macht wieder die Stoppuhr. Ja, aber als. Aber erstmal. Schickst du mir oder? Ja, ich weiß nicht, wem ich schicken soll. Wer will zu euch von wer euch möchte anfangen? Wir wollen erstmal die Challenge hören. Ja. Also, ja. Ihr müsst nach jedem Nomen müsst ihr Amena rufen. Nach jedem Nomen. Ab jetzt. Okay. Seid ihr bereit? Wer möchte denn erklären? Ich mach mal. Okay. Warte. Das heißt, hast du die Stoppuhr? Ich hab die Stoppuhr bereit, ja. Okay, also Ben erklärt. Ja. Gut, dann schicke ich sie rein. Das wird so der Fun. Amena! Alle ready? Ja. Gut. Ja. Passt. Ich schicke Amena! In 3, 2, 1, geschickt. Alright. Alter, du kannst es in Amena kaufen. Genau.
Amener! Jawohl! Alter! Ich wusste, dass ich Döner nehme. Amener! Das fuck. Wort ist aber noch nicht fertig. Und? Das ist genau dasselbe Wort. Ja, Amener. Muss er auch sagen. Okay, es gibt eine andere Bezeichnung dazu. Amener dazu. Amener! Jawohl! So. Schwer! Ey, Entschuldigung! Das erste Wort Amena ist ein russischer Politiker Amena. Was? Putin Amena! Das war das erste Wort Amena. Zweiter Teil Amena ist ein Lebensmittel Amena in Österreich bekannt Amena. Witzel Amena? Alter, ja, genau. Vater, ey! Und nächstes, drittes Wort, Amena. Erster Teil, Amena, kaufst du einer Frau, Amena, zu Valentinstag, Amena. Rosen, Amena? Schokolade, Amena? Allgemein Begriff, Amena. Erste, Geschenke, also, Amena. Nein, das erste... Blumen, was Amena. Du, ja, Blumen. Ja, ja, Blumen. Amena. Zweiter Teil ist ein Gemüse, Amena. Er ähnelt... Kohl, Blumenkohl! Ja, ja. Alter Vater! Rekt, Amena! Es kommt, dritter Teil ist noch, dritter Teil Amena. ist, zu den, was du schon gesagt hast. du gibst die... Das Geschenk, Amena, was du schon erwähnt hast vom Valentinstag, Amena, in einen... Freund? Freund? Keine Ahnung, Amena. Die Blumen, Amena, gibst du in einen... Das Topf. Ja, und jetzt Amena. Rückst du zusammen. Blumenkohltopf. Amena. Es fehlt noch etwas zwischen Kohl, Amena und Topf, Amena. Blumenkohl-Kochtopf. Nochmal. Blumenkohl-Kochtopf. Amena. Das ist ein Wort. Du hast Blumenkohl, Amena. Hm? Und das letzte Wort, Amena. Und dazwischen fehlt ein Artikel, Amena. Blumenkohl-Topf? Richtig. Topf. Was? Was hast du gesagt? Artikel. Blumen... Beginnt der Artikel Amena mit E? Richtig. Blumenkohl... Der Topf ist keine Ahnung. Du sagst... E... David. E... David Amena. Der David. Was? E ist der Anfangsbuchstabe Amena. Ich pack's nicht, dass das so einfach, Alter! E ist der Anfangsbuchstabe Amena vom Artikel Amena. Richtig. Was? Du sagtest Blumenkohl Amena? Kohl. Kohl. Nein. Blumenkohl. Ja, du hast es schon richtig Blumenkohl gesagt, der Artikel. Sag nochmal. Blumenkohl, eines. Nein. Gehst du in die richtige Amena? Ein Topf. Ja, sag's nochmal. Blumenkohl, ein Topf. Ja. Ja. Ein Topf. Ah, so. Okay. Also, ich würde sagen, wir lassen das mal gelten, auch wenn du nicht Putin-Schnitzel, sondern Putenschnitzel gesagt hast, aber ja. Egal. Ja, das hast du mir das jetzt einfach noch gesagt. Hast du? Ja. Ja, okay. Habe ich nicht mitbekommen, aber wie gesagt, ich habe eh rechtzeitig angehalten. Ihr habt 4 Minuten 15 gebraucht. Das ist. Die ersten zwei so leicht, aber das dritte war dann so verwirrend wegen dem Topf. Und dann weißt du, ich hab keine Ahnung, wie du durch diese Erklärung auf diese Begriffe gekommen bist. Ohne Spaß, Alter. Mit dem Döner, das war so einfach. Der David, was sicher David, dem das eingefallen ist. Nein, das war ein Ganesh, aber ich hab gesagt Ganesh. Das ist viel zu einfach. Du hast überhaupt nichts davon gesagt, dass das einfach ist, David. So einfach. Amen. So, seid ihr ready? Ja.
Ja, was ist denn unsere Challenge? Ich hab doch gesagt, das ist das gleiche. Eine wundervolle Challenge. Singen. Ihr dürft ey, die haben wir doch auch, du Arschloch, Alter. Ja, aber jetzt ja nicht, jetzt ja nicht. Ja, trotzdem, jetzt kann ich die auch wieder weg. Wärst du bist eure Fähigkeiten einfach fördern? Ich kann nicht singen. Ja, und damit noch weniger. Denkt euch, wer kann schlechter singen, weil dann kommt die nächste Challenge auch. Ja, so, stellt sich schon mal auf hohes Gesinge ein, weil es die einzige Möglichkeit, wie ich singen kann. Wen soll ich das schicken? Dem David. Gut. Ich muss uns jetzt noch was mit dem Ganesha besprechen. Was? Okay. Ganz kurz. User left your channel. You were moved. Ja? So, ich werde es so machen, ich schreie Black Mamba raus und mache Schwarze Witwe draus. Alles klar. Weil das kennen wir nicht. Alles klar. Rauchschwaden kannst du ja auch nicht. Schwarze Witwe, alles klar. Aber der Rest ist okay? Ja. Alles klar. User left your channel. Switched. So. Okay. Ja. Wir akzeptieren jede Form vom Gesang, okay? Hä, hey, was? Ganz offen. Ja. Werdet einfach kreativ. Amen. Alter, am Arsch, ey. Ich hab das extra aufgeschrieben, damit ich das nicht machen muss, ey. Wenn's und dann, wenn er schickt. So, na Spaß, Alter. Oder bei Challenge zuerst. Ach ja, singen, wissen wir. Wir müssen ja singen, okay, also, David. Wer macht die Stoppuhr? Ich hab die Stoppuhr. Okay. Also, bist du ready? Ja. Ich schick in 3, 2, also ich schick David, gell? Ja. Okay, also, ich schick David, Armana. So. Seit wann ist David schick loben? Ich in 3, 2, 1, los. Okay, mein lieber Ganesha. Das erste Wort. Tja. Wenn du traurig bist, wie fühlst du dich dann? Trink ich einen Korn. Ich bin traurig. Wie fühlst du dich dann? Ich bin traurig. Nein, ein anderes Wort für traurig, weil dann hätte ich ja jetzt einen Punkt abgezogen bekommen. Du Vollidiot. La la la. Sag jetzt, wie fühlst du dich da? Niedergeschlagen. Noch ein anderes Wort. Du bist ein kleines Häufchen. Elend. Okay, sehr schön. Nächstes Wort. Frauen spinken sich oft. Was gibt es da für Sachen? Für die Augen Eyeliner. Und dann. Ja, noch etwas. Komm, ein bisschen schneller. Nochmal. Weiter. Wimperntusche. Ja, okay, nächstes Wort. Ach, geil. Wenn du nicht weißt, ob diese Aktion, die du jetzt gebracht hast, richtig war, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Ja, anderes. Ja, Gewissen ist richtig. Und jetzt bei. Ich bin gewissenslos. Beinfreiheit für dich. La la la. Was? Wenn du Hunger hast und du etwas isst, was machst du da? Essen. Du. Was machst du vor dem Kauen? Reinschieben! Ist das dein Ernst? Komm, Junge, los, mach schon! Gewissen nee. Und das, was vor dem Kauen kommt! Fett! Was macht ein Bär? Was macht ein Tiger? Brüllen! Wie kann er dir wehtun? Beißen! Was? Beißen. Ja, und wenn du nicht weißt, ob das richtig war, dann hast du Gewissensbisse. Ja. Gewissensbisse. Okay. Fertig? Ja. Ja, das war ein Wert. Okay. Ich kann nicht mehr. Amen. Wie lang? 2 Minuten 23, ja. Die Hälfte. Aber boah, das kann Alter. Sich ja alles noch ändern. Das war ja echt knapp mit dem Beißen, ey. Ja, okay. So, jetzt ist wieder langweilig. Also, die zusätzliche Challenge, zusätzlich zum Armener. Ihr müsst sprechen wie Master Yoda.
Sprechen ich nur so, Amina? Ja, genau. Das ist richtig. Aber nicht am Ende halt Amina sagen, nur wenn du ein Wort hast. Nomen. Ja, alright. Das vergisst man so leicht. I'm down for it, boys. Okay, also jetzt den Markus. Aber die Jode, die ist gut. Gut, ich bereit? Ich bin bereit! Bereit, Markus? Warte. Ja. Okay. Ben auch? Ja, ja. Gut. Dann schicke ich in 3, 2, 1. Das erste, es ist... Ein Tier, Amina? Klein wie Insekt, Amina? Doch viel Gift, Amina, es hat. Spinne. Ja. Giftspinne. Eine spezielle Spinnenart, Amina. Schwarze Witwe. In der Tat, Amina. LOL, als ob! Was? Nächste. Ach du Kacke. Ah, das nächste ist eine Gemeinschaft, die auch im Fernsehen bekannt ist, Amina. Yoda! Yoda Schwerreden ist. Okay, nochmal du sagen das, musst. Es ist es war am Fernsehen. Wiki! Nein. Okay. Wörter, nein. Name, Amina, Kombination Amina, aus Tier, Amina, Namen, Amina. Erstes Wort, Amina, ist, ähnlich wie Löwe mit Streifen, Amina. Tiger? Ja. Zweites Wort, Amina, quarkt. Frosch? Nein, Federn. Und, Amina hat Federn, es hat Amina und Fliegen, es tut Leben auf Teich, es wagt. Was zur Fick? Anfangsbuchstaben Amina nicht sagen, ich darf, oder? Richtig. Nein. Tiger es war. Tiger, erstes Wort, Amina, ja. Zweites Wort, Amina. Vogel auf Wasser, Amina. Tiger, Pinguin. Auf Wasser, kann fliegen. Tiger, Ente. Ja, und das letzte, Amina. Tiger, Entenvogel. Ist kein Tier, sondern eine Gemeinschaft. Tiger-Enten-Familie. Nein. Tiger-Enten-Stamm. Nein. das letzte. Amina. Wie oft bei Sportteams diese sind, oder bei Fußball, sie haben einen. Tiger-Enten-Gruppe. Nein. Dort gehst du auch hin zum Party machen. Dort du hin Tiger zum Club. Genau. Lol. Lol, das sein. Letztes. Amina. Ich beginne von hinten. Ich von hinteren Teil beginne das Wort Amina. Okay, Amina. In Schule du hast. eine Stunde. Leben. Das auch, Amina. Nein. Lehrer gibt dir. Buch. Du kannst nicht angreifen es. Stoff. Nein. Wissen. Nein. Hallo, als ob man in der Schule Wissen bekommt. Regeln. Nein. Genereller, was in jeder Schule so ist. Ist. Manieren. Nein. Der war gut.
Anstrengend, du musst nein, ein bisschen tun. Ich beginne anderes Wort, anderer Teil, erster Teil. Amen. wir schreiben schwer, es ist. Das ist voll einfach, Mann. In Pornos, du siehst. Ja. Ja, was siehst. Was du siehst in Pornos, Amena. Ficken, ficken. Ja, mit besseres Wort, kurz. Geschlechtsverkehr. Drei Buchstaben. Sex. Ja. Und in der Schule lernst du. In der Schule du lernst über Sex und das ist dann. Sexualkunde. Also, und jetzt das letzte Wort, das ich gemeint habe vorher. Dran. Sexualkunde. Du hast in der Schule bestimmte Dinge, Sexualkunde-Lehre. So? Sexualkundenlehre. Sexualkunde stimmt so und dann nur noch das Wort dran. Sexualkunde-Lehre. Nein. Sexualkunde-Unterricht. Ja. Ja. Gut, du gemacht das hast. Scheiße, du warst. Arme noch. Wir haben 5 Minuten 25 gebraucht, das finde ich tatsächlich angenehm. Ja, wir haben... wir können 7 Minuten. Jetzt, wir können jetzt 7 Minuten brauchen, David, ja? Also wir schaffen das. Wir schaffen das! Ja, okay, okay, ich hätte Challenge. Challenge! Also das erste Wort am Ende des Satzes müsste wiederholen. Das heißt, Moment, so viel, das heißt so viel wie, wenn ich sage, ich denke, du hast recht, musst du ich wiederholen. Okay. Am Ende vom Satz. Ach du Kacke, da muss man ja wieder denken, ich hasse ja, euch. Ja, beim Singen denkst du auch. Alles klar. Habt ihr verstanden? Ja, leider. Alright. Muss mir das Wort schicken. Ja, ja, aber ich muss sagen, wenn du ready bist. Ich bin ready. Okay. Allzeit bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Okay, ich kann kurz. Aber auch stoppen, das ist ja kein Problem. Man sieht im Video eh, wie die Zeit ist. Ich kann gar nicht bescheißen. Du kannst schneiden. Du kannst schieben. Okay, also, jeder ist ready? Ja. Gut. Ich schicke in 3, 2, 1, los. Ach du Kack, wie soll man das denn erklären? Wie? Erstmal, ich beginne mit dem zweiten Ich. Wenn du etwas in den Garten tust, wenn und es vergammelt und dann wird es dann ein Komposthaufen ein. Ja, aber wie heißt der Vorgang? Ja! Es kompostieren. Ja! wir haben sehr Gutes zu gewinnen, wir! Potenzial? Ja! Ja, geil, Alter! Letztes Wort! Die Umgebung, die hat ein schönes Umgebungsgeräusche oder so. Soundkulisse? Nein. Ja, so ungefähr. Ja, ja, ja. Ja. Aber ein Du hast mir nicht Schloss, gell? halt dein Maul, halt! Dinge, du musst David. Amen! Du hast mir nicht Schloss, das auf! Wie hieß das Tier, was schwimmt auf dem See? Wie? Ja, das ist der letzte Teil. Lol. Das letzte Teil des Wortes. Ja, okay, hab ich verstanden. Jetzt gibt das andere, ja. Vor die Ente hängst du noch ein zweisilbiges Wort. Wenn
jemand, verdammt, ja, was ist das nochmal? zwei Leute sind schwul, ein anderes Wort dafür, zwei Buchstaben. Stimmt das überhaupt? David! Hängt das davor? Ja! Wie ist es bisher? Ambiente! Ambiente! Ja! Ja. Bam, Alter! 2 Minuten 55, Digga! Das ist. Ja, wenn zwei schwul sind, dann ist es B, ja. Ja, ich wusste nicht, wie ich das Geschenk erklären soll. Hab ich doch gesagt. Aber hallo? Du bist immerhin drauf gekommen. Heute war's nicht schlecht. Ja. Keine Tortellini, verdammt nochmal. Also, 9 Minuten noch war zu 5 Minuten. Das heißt, wir haben ganz klar gewonnen. Juhu. Juhu. Herzlichen Glückwunsch an das Stück Elend und David. Hallo? Ich fühle mich immer noch gemobbt. Besser und mit Wimpern und Tusche. Ja, na dann schauen wir mal, was wir uns für den nächsten Mal ausdenken. Die Begriffe. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mal richtig in die Trickkiste greifen. Vielleicht werden aber wir auch nächstes Mal die Teams tauschen. Ja, das wäre auch mal eine Idee. Ah ja, toll, ich habe David jetzt schon alle Challenges und Wörter, die mir eingefallen sind, gesagt. Aber dann mache ich mir einfach nochmal Gedanken. Ich habe ja viel in meinem Hirn nie drin. Hat noch mehr. Hey. Atmen, ausatmen. Ihr seid ganz schön Spacken, Alter. Gut. Na, auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Multiplayer Sprachaufnahme. Ja, bis dann. Ich auch Tschüss. Tschüss, Amener. Bye.